Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Es dreht sich hier nochmal um die Insta360 X4 und dann werden wir sie jetzt mal ein bisschen weiter einrichten. Ich habe den Akku schon aufgeladen, habe dann auch festgestellt, dass zum Beispiel, wenn ich eine falsche Micro-SD-Karte habe, ich hole die mal raus, jetzt habe ich die richtige drin. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich hatte vor die drin. Denn wird mir im Display angezeigt, das war so zwischen 10 und 12 Sekunden. Da die Micro-SD zu langsam ist, wird die Aufnahme abgebrochen. Fand ich nun auch nicht schlecht. Ich werde sie wieder einstecken. Man soll sie auch richtig rummachen. Dann werden wir jetzt dann mal gemeinsam einrichten, wenn man ein Bluetooth-Gerät, also sprich Funkmikrofon, mal anschließen möchte. Also ich werde die noch ausgiebig vergleichen und testen, auch mit der GoPro Max. So, einmal an. Also ich habe hier noch die Displayfolie drauf. Und dann swipen wir mal. So, wenn ich jetzt hier Bluetooth-Geräte anschließen möchte, ich nehme jetzt mal die AirPods Pro. Und das Schöne ist, ich habe schon installiert das DJI Mic 2 und dann seht ihr das hier auch. Und das funktioniert. Bei der GoPro habe ich es nochmal ausprobiert, nach dem aktuellsten Firmware-Update von der DJI Mic 2. Es funktioniert immer noch nicht. Wenn ich das jetzt hier einmal anmache, sollte das gleich gekoppelt sein. So, jetzt seht ihr, es ist verbunden und das funktioniert denn wunderbar. Hier seht ihr einmal die blaue LED, Bluetooth-Kopfhörer verbunden. Das geht bei der GoPro leider nicht. Die wird zwar auch angezeigt, aber ich kann sie nicht koppeln. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. So kann ich die zum Beispiel auf meinem Selfie-Stick, der 3 Meter lang ist, ich verlinke euch das Video dazu, und so kann ich trotzdem die Tonaufnahmen zum Video aufnehmen. Das finde ich auch sehr, sehr gut und praktisch. Aber wir können das natürlich auch koppeln mit dem AirPods Pro. Dann wird natürlich der Suchmodus aktiviert. So, hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber hier könnt ihr sehen, dass ich die jetzt auch aktivieren kann, die AirPods Pro. Die DJI Mic 2 sucht ihr jetzt gerade, aber die habe ich jetzt ausgemacht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist schon mal ein Pluspunkt bei mir. Gut, aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, hier hat man so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Und man sollte echt eine gute Speicherkarte nehmen. Ich sag mal, Minimum 128 GB oder 256 GB. Und dann würde ich sagen, dann soll es das hier auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtig.